Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich habe jetzt erstmal, also ich musste hier sowieso irgendwie Verbrenner dran haben, aber ich muss an beiden Materialien Verbrenner dran haben. Ich habe jetzt erstmal diese Tanks hier auf die All Corners 3 aufgestellt, damit ein bisschen mehr im Puffer drin liegt, wenn denn jetzt wirklich irgendwas ist. Deswegen produziert das jetzt hier auch erstmal wieder. Weil denn dadurch jetzt Nitrogen entsteht, weil die Tanks jetzt erstmal vollgefahren werden. Aber wir müssen dann quasi irgendwo hier in diesem System rangehen und sagen, wenn hier mehr als drinne liegen, dann vernichte. Aber vernichte nicht bis ins Unendliche. Ja, dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, da muss ich irgendwann nochmal einen Tank für beide Sachen, wo wir das anbauen können und wo wir es dann wieder zurückführen können. So. Das sind jetzt so die All Corners. Warte mal, da kann ich die kleinen eigentlich nehmen, ne? Hier würde ich den mal noch staffeln, so. Weil ich hier bloß eine Leitung habe, die in das System hier rangeht. Ich habe hier keinen Tank für zwei Sachen. Ich möchte den aber jetzt auch da nicht abreißen. So. Gehen wir damit darüber. So. Der steht ein bisschen zu flach. Den normalen, den kleinen nehmen wir hier dafür. So. Der langt dahin. Geht ja nicht in der Linie. So viel Zeit muss sein. So, nicht das innere Monk wieder, ne? Ihr wisst das ja. So. Gut, und der kriegt dann auch hier sozusagen was dazwischen. So, und dann kriegt er hier eine Pumpe dazwischen, hinten dran, wo die Verbrennung dann dran steht. Und da stehen dann Flares. Dann machen wir einen Strick dran. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, aber ich überlege mal. Wenn hier das rote Zeug, wo ist das? Da. Mehr als 22.500 drinnen liegen, dann pump in die Richtung ab. Hier kommt es nur rein, wenn wir 80% drüber sind. Kann aber auch wieder zurücklaufen. So. Ich glaube nämlich, ich muss nämlich mit den Tanks, ich muss die irgendwie verknüpfen. So, wenn beiden 90% drin sind, dass dann trotzdem die Pumpe ausgeht. Dass er dann auf 100% voll läuft. Aber wenn der eine sozusagen unter einen bestimmten Wert läuft, dass dann die Pumpe trotzdem angeht. Solche Sachen muss ich da, glaube ich, bauen. Wollen wir mal gucken. Also wenn ein Wert unter, dann muss der die andere Pumpe angehen. Das ist eigentlich, genau. Das ist also eigentlich, müsste ich die rote Linie hier, warte mal, die könnte ich miteinander verbinden und dann müsste der eigentlich auch beide Signale haben, beide Inhalte. Dann müsste ich hier eigentlich sagen, wenn Nitrogen kleiner als, ja doch, ne? Da können wir ja ruhig wieder die 80% nehmen. Darf auch wieder zurücklaufen, so ist es nicht. So. Genau, wenn Nitrogen kleiner als 90% im Lager, dann gehst du an und du gehst an, wenn das kleiner 90% wäre. So.
Dann bestromen wir das Ganze mal. Dann müsste das doch eigentlich so nach meiner Idee her funktionieren. So, kleiner. So. Das müsste er sich sozusagen, er müsste hier dieses System soweit immer runterhalten, dass die produzieren können. Ob jetzt zu voll oder nicht zu voll, ist jetzt mir egal, aber die können produzieren. Wenn aber dieser Tank hier auch voll ist, eigentlich bräuchte ich dann bloß einen. Dann bräuchte, ja, nee, eigentlich könnte ich den hier auch einen Tank lassen, ne? Aber ist egal. Lassen wir erstmal so. Sieht erstmal professioneller aus. Nein, eigentlich nicht, ne? Genau. Dann wird das andere verbrannt, wenn das eine zu wenig da ist. So müsste, das müsste eigentlich so funktionieren. Und dann sollte jetzt eigentlich hier kontinuierlich die Produktion sein. Ob jetzt immer überall hier, ob die dann immer zu 100% hier herstellen können, aber sieht das mal ganz gut aus, dass sie das können. Und dann müsste hier eigentlich immer so ein bisschen von dem Zeug da sein. Gut, die Produktionskette oder die Produktionsstätte reicht nicht aus, um genügend für dieses ganze produzierende Gewerbe hier zu haben, aber... Und dann kann das hier langsam volllaufen. Alles klar, okay. Das sollte dann funktionieren. Dann müssen wir dann mal in ein paar Stunden mal hierher gucken und mal gucken, ob er da was macht. Aber naja gut, 8,3K sind davon erst da. Naja, da hat er noch ein bisschen was zu produzieren. Da schafft er noch was. Und das ist, also das wirklich jetzt so volle Produktion geht hier nicht, weil wegen zu wenig von dem Zeug, ne, oder? 30%. Das kann ich ja nicht abreißen hier. Brauche ich hier jetzt nicht mehr. Dann könnte ich da eine Pumpe dazwischen machen, dass er mal versucht, das da auf der Seite so voll zu drücken, wie es geht. Und dann müsste hier nicht genügend Druck drin sein, dass die alle produzieren können. Wahrscheinlich sind das auch zu wenig dann. Obwohl, sie sollten eigentlich, na, ein volles Förderband sollte rauskommen, ne? Bei der Menge an Produktionsketten. Ein Förderband voll. Und das könnte, mit gutem Willen könnte man das erkennen. Guti, dann hätten wir das auch geschafft. Dann haben wir hier die Produktionskette jetzt, oder die Produktion sichergestellt. Da haben wir erstmal da keine Leiche mehr im Keller. Dann fahren wir jetzt. Wo war noch eine Leiche im Keller? Eigentlich hätten wir sonst keine weiteren Leichen im Keller. Das finde ich, sieht wirklich auch gut ausgebaut aus. Dann fahren wir jetzt hier hin und holen uns das erstmal weg. Das hat jetzt überhaupt gar keinen großartigen Nennwert, aber das holen wir da erstmal weg, damit wir dann da die Baufläche frei haben. Damit wir da die Baufläche frei haben, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und dass wir dann das da alles geschafft haben, da müssen wir die Abrissbirne da von den Leuten, also von den Robotern hinschicken, dass die uns den Sand da wegmachen. Damit dann hier früher oder später anständig gebaut werden kann. So, große Frage. Eigentlich komme ich da oben gar nicht ran, weil ich keinen Sprengstoff dabei habe. Und wir hier nirgendwo einen Aufgang haben, oder? Wir haben nirgendwo einen Aufgang. Ja, das ist ja toll. Gut, das klappt ja schon mal super. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den hier und dann macht hier mal erstmal einen Aufgang drauf. Und dann komme ich später nochmal wieder. So, das hat sich ja relativ schnell erledigt. Was hier noch? Ach, guck mal, da ist ein Aufgang drauf. Den könnt ihr auch abreißen. Brauchen wir da nicht mehr. Genauso wie das nicht mehr gebraucht wird und das nicht mehr gebraucht wird. Kann weg. Sehr gut. Gut, das ist doch schon mal nicht schlecht. Sehr schön. Denn hier müssen wir uns ja dann dafür begeistern, dass wir diese noch nicht bauen können, die Teile.
hier hinkommen. Wo ist das hier? Das ist da im. Nee, das muss hier mit drin sein, ne? Im Processing ist das drin. So, und zwar brauche ich diese Thermal. Aha. Hat aber um die schwarzen schon für. Okay. Hier brauche ich, glaube ich, die blauen schon für, ne? Nee, auch die schwarzen schon. Also selbst da ist es ja schon so, dass ich da nicht mehr alles machen kann, was ich brauche oder ganz gerne haben könnte, um das schneller zu produzieren. Na gut, okay. 12 Prozessoreinheiten, da müssen wir aber etliche machen. Und Reinforced Concrete Bricks. Aber Reinforced Concrete Bricks, die kann ich schon theoretisch herstellen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Reinforced, wie mache ich die überhaupt? Reinforced Concrete. Herstellung. Geht in einer Fabrik mit flüssigen Concrete, Stahlträger, Ziegelstein. Ach, das ist das Einzige. Flüssiger Concrete, Stahlträger, Ziegelstein. Ziegelstein, flüssiger Concrete, das hätte ich an einer Stelle. Stahlträger hatte ich dann noch nicht, ne? So, Moment, jetzt holen wir mal das Betonwerk hier. Hier haben wir ja noch Platz. Da ist doch, da geht dann noch was. So. Und hier haben wir noch eine Anlieferung. War mit einer Ware nur, aber das kriegen wir ja auch geändert. Fahr da mal hin. Dann haben wir doch den nächsten kleinen Auftrag, den wir erledigen können. Oh, das ist natürlich nicht so gut gewesen. Ich wusste dann nicht mehr, wo es hingeht. Wir fahren mal hier unten hin. So. So. Gut. Hat aber instant gebremst, ne? Dann können wir da unten den Bahnhof, müssen wir dann erweitern auf zwei Waren, dass da zwei verschiedene Waren ankommen oder drei Waren. Müssen wir mal gucken, was da jetzt aktuell ist. Und dann können wir dann erstmal Reinforced Concrete Bricks noch machen. Die brauchen wir nämlich auch ganz dringend. So, hier ist auf zwei Waren ist er sogar schon. Okay, die müssen wir dann auf drei Waren auslegen. Also da müssen wir dann ein Gebäude drauf bauen. Alles klar, okay, kein Problem. Und dann muss ich nämlich den Stahl hier oben durchleiten. Und dann gucken wir mal, hier haben wir nämlich den flüssigen Beton. Ja. Der wird hier fleißig hergestellt. In Massen liegt der hier drin. Ne? Einen Konkretmix haben wir hier auch. Und hier hätten wir die Backsteine, die wir hier von oben noch runterführen könnten. Na, guck mal, wir könnten das hier eigentlich hier nochmal reinbauen. Den flüssigen Beton von hier aus nehmen. Stahl von unten ranführen. Und dann hätten wir die Möglichkeit. Na, gucke an, das sieht doch gut aus. Und dann haben wir nämlich noch ein bisschen noch ein Produkt hier, was wir dann hier ranführen. Dann müssen wir den Bahnhof auch umbauen. Naja, man kennt es. Gut. Alles klar. Also da haben wir ein bisschen was zu tun. Dann werden wir jetzt auf Reinforced Concrete Bricks noch gehen, damit wir die auch haben. Und wenn wir die haben, dann könnte man theoretisch da auch Kisten dranlegen, wo unsere Baudrohnen rankommen, damit wir dann eventuell auch den ein oder anderen Weg damit ausgelegt bekommen. Interessant, das war das für eine Lücke da. Muss die da sein? Irgendwas faul. Muss ich mir gemacht haben im Zuge dessen, wo ich die Steine umgebaut habe. Ist das noch an mehreren Stellen? Nee, ne? Das ist nur hier, weil ich hier irgendwie kürzer... Ah ja, okay. Ah, dann muss ich das gedreht haben. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nee, warte. Wie ist denn das? 14. Ach Gottchen, nee, wir sehen uns nicht beim nächsten Mal. Denn wenn wir das jetzt einen Angriff nehmen, alles klar. Wieso war ich denn jetzt... Was war denn nun los? Ich gerade einen Timelag im Kopf gehabt anscheinend. Also wir werden jetzt die Produktionsstätte hier unten umbauen auf drei Produkte. Das heißt, wir haben dann hier unten erstmal das Lager zu ändern. Wir werden also in erster Instanz den Bahnhof ausschalten, weil der denn jetzt erstmal nichts mehr haben braucht oder nichts mehr machen soll. So, dann werden wir hier oben diese Kisten, kannst du ja ruhig weiterhin geben, oder? Kann ich hier eine dritte hin machen, wo ich den Stahl dann aus... Lade, aber wir müssen die Sortierung anders machen. Und vielleicht, ausgleichen tut er hier. Sieht sowieso irgendwie alles doof aus, aber ist okay. Ich
glaube, das bauen wir alles nochmal anders hier. Machen wir den Bahnhof flacher und so. Ja, kommt. Der Bahnhof kommt komplett weg. So. Würde erstmal vom Netz getrennt hier. Der wird ein bisschen flacher gemacht und so. Da legen wir mal einmal los jetzt hier. Wenn wir schon mal dabei sind. Gibt es hier einen großen Umbau. So, komm her hier. Da holen wir uns von oben den Bahnhof, der das alles kann. Ich habe jetzt 10 Inventarplätze mehr. So. Ah, ich bin voll. Voll mit lauter Zeug. Genau, mit so einer Kohle zum Beispiel auch hier. Warte mal, die kann ich hier jetzt erstmal. Jetzt Brennstoff kann ich ein bisschen was loswerden. So. Und dann legen wir die. Also, jetzt legen wir erstmal Sachen weg, die wir jetzt hier wirklich absolut sinnloserweise in der Hosentasche haben. Und die ich dann mal irgendwann bei Gelegenheit einsortieren muss in Produktionsketten, die ich habe, damit das da irgendwie was verwirrt oder funktioniert. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. So. Dann geht's hier weiter. Welche Höhe ist das denn hier? Dann holen wir uns hier sozusagen so einen Sortierbahnhof. Für 3 Waren. Ja gut, kann man ja machen. Ist ja egal. Bin ich denn hier weit genug? Ja, weit genug oben bin ich auch, dass ich das verteilt kriege. Okay. Das sollte klappen. So, ich könnte theoretisch auch Titankisten jetzt mittlerweile nehmen, ne? Weil ich die ja habe und dann habe ich da sozusagen noch einen größeren Puppa. Kann da weniger passieren oder weniger schief gehen. So. Die Kisten, die großen Kisten müssen dann hier verschwinden. Also ich muss mir erstmal große Kisten hier außen hinstellen, die ich dann nutze erstmal als Zwischenspeicher. Ihr nehmt mir Mist, das rappelt in der Kiste. Und jede Sorte von Material 1. Logistik mache ich schon mal aus. Und ich stelle mir selber schon mal hier 2 Kisten hin für meinen Krempel, den ich da gleich reinkotzen werde. Wenn ich hier mit dem Abriss so durch bin. So. Dann machen wir nämlich den Bahnhof hier neu. Das geht schön. Dann lassen wir hier Stahl mit anliefern. Das hätte man eigentlich gleich mit berücksichtigen können. Ne? Wir wussten ja sowieso, dass wir Stahlbeton irgendwann machen müssen. Und warum nicht hier einen Betonwerk machen lassen? Gibt da schon alles, was man braucht dafür. Achso, das geht jetzt gerade nicht. So, gut, die Anschlüsse werden hier in der Mitte gelassen. Kann ich hier in der Mitte bleiben. Achso. So, jetzt muss ich mich erstmal auswürgen. Hier können wir auf jeden Fall schon mal sagen, da kommt das rein. Hier kommt das rein. Da komme ich rein. So. Und dann werden wir das jetzt hier mitnehmen. Ganz, aber fast. So. Und dann machen wir uns Stahlbeton. Nee, falsche Kiste geguckt. So, und dann kann ich das wieder mitnehmen. So, und dann können wir uns nämlich jetzt langsam sicher ausbauen hier. Und dann können wir hier Stahlbeton machen. Also als erstes wird natürlich erstmal das Gleis so flach wie möglich gelegt. Das kennen wir ja schon, nicht? So. Kann die Gleise aber auch wirklich merkwürdig alles verschränken miteinander, ne? Der muss weg. So, dann ist jetzt schon mal das soweit gelegt hier. Und dann machen wir uns den Bahnhof hier hin. Den holen wir uns. Ich
würde sagen, fast von hier oben. Nur am Ausgang müssen wir wahrscheinlich feilen. So. Auch interessant. So. Gut. Dann haben wir jetzt nämlich hier den Bahnhof erstmal hier oben mit den verschiedenen Produkten. Theoretisch brauchen wir bloß drei. Das heißt, wir könnten die letzten Sachen hier hinten einfach der Einfachheit halber entfernen. Ich weiß, dass dieser Bahnhof generell ein strukturelles Problem noch hat. Noch einfach das hier zum Löschen. Hat sich zu viel gelöscht. Schon Z. So, bis dahin ganz weg. Kann weg, das kann weg. Das kann weg, so. So. Ist hier ein bisschen rauszaubern, was hier so dazwischen gekommen ist. Was da nicht hingehört. Nicht, dass das irgendein Blödsinn macht hier nachher. Nämlich verdächtig. Nach, da kann ganz viel Blödsinn passieren. Aus. So. Sehr schön. So. Jetzt haben wir hier die drei Produkte dann nachher. Theoretisch könnte ich zwei in der Mitte durchlegen lassen. Geht das nicht? Das geht nicht, ne? Oder? Doch, warte mal. So, so, zack. Kann ich die bis da rausspringen lassen. Den kann ich hier rausspringen lassen und den kann ich in der Mitte durch geradeaus durchlaufen lassen. Und dann könnte man hier in der Mitte geradeaus quasi den Stahl hochfahren. Links und rechts das eine Produkt und links und rechts das andere Produkt. Nun, das ist doch genau so. Machen wir das. So, gucken wir nochmal, ob das geht. Der springt hier raus. Muss ich die Lampe da mal weichen? Das ist jetzt nicht mehr das Schlimme. Der springt da raus. Und der geht einfach schon mal hier raus. So. Dann kann das hier alles auch weg. Und das kann auch raus hier. Und das kann weg. Und dann sieht das doch schon mal ganz... interessant aus hier, was wir hier aufgebaut haben. Also interessant trifft es, glaube ich. Am ehesten. Gut. Dann bauen wir den Kameraden hier hin. Machen den aus. Und sagen denen nichts bestellen. So. Und dann bauen wir den Kamerad hier hin. Und geben denen den Namen. Betonwerk. Betonwerk. Input. Silicon. Billy. Ohr, Leim und Stahl. So, das sieht doch ganz gut aus. Dann wissen wir, was hier angeliefert wird. Wir haben drei Produkte, das heißt also, das werde ich jetzt hier nicht großartig, denn das kann auf allen Schienen gleichzeitig laufen, ist egal, also so viel brauchen wir davon nicht. Und dann schließen wir, upsala, da stehen auch noch zwei Dinge, die da nicht stehen müssen. Dann schließen wir den ganzen Kram hier oben an. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt da dran.
Das kommt da dran. Das kommt da. Das regelt natürlich auch die Position dessen, wo es hin muss. Ne? Ach so, da genau, da gab es auch noch gleich, wo ich das auch gemacht habe, dass ich mit dem ranführe und zwei andere weg, aber den nicht beschleunige. Da bremst uns der Teiler aus und sorgt dann halt eben auch nicht für den nötigen Durchsatz. Da muss ich schon den Teiler auch schnell machen, damit das, was angeliefert wird, auch durchaus weggeht. So, und hier springen wir einfach mal elegant unter durch. So. Und dann können wir das nämlich hier verteilen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich glaube mal 51 reichen nicht aus, um das hier komplett zu machen. Ich muss meine Logistik erst wieder anmachen, damit ich auch was geliefert kriege. Und dann lasse ich mich ganz in Ruhe beliefern. Und wir sehen uns dann, wenn der Bahnhof hier unten wieder steht. Beziehungsweise, wenn er jetzt gebaut wird, wir werden die Planung hier oben natürlich noch fortführen. Für den Stahlbeton, dass wir da ein bisschen was produzieren. Und dann müssen wir den oberen Bahnhof natürlich auch noch anpassen, dass da jetzt drei Produkte angeliefert werden können. Der ist ja momentan nur ausgelegt, maximal zwei Produkte anzunehmen. Aber das kriegen wir auch noch hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.